Hallo? Ruhestörung? Sowas? Das ist Haus. Wie heißt das? Hausverletzung? Regelwidrig? Widrig? Niedlich? Niedlich? Dreck? Ja, genau, ich nenne es Dreck. So. So, jetzt reicht's ab. Wo bist du? Nein, 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 da will ich nicht hin. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Was machen wir jetzt? Ich. Dich auch. 1, 2, 3 und Philipp hat ein Bett. Atmest du mir ins Gesicht, oder? Soll ich? Boah, bin ich gut. Ich habe ihn getötet. So, das kann man ja dann. Kann man das? Ja, natürlich. So. Dann mache ich noch das hier raus. Wird natürlich unsymmetrisch, aber ich brauche einfach nur Raum. Und wie gesagt, da ich ja hier in einem Wald lebe, baue ich mir natürlich ein Haus aus Cobblestone. Das habe ich ja schon versprochen. Hier, Cobblestone. Seht ihr? Darum werde ich jetzt. Ja, sehr mega toll. Da bietet sich aber ein Glaswand. Ja, aber erstmal, warte mal, wie soll das nicht an die Wand stellen? Ja, ich schlafe immer mit dem Dolch unter dem Kissen. Aber für die ganz Harten, ich schlafe mit dem Kissen unter dem Dolch. Also, hoch. Ja, da gibt's ordentlich was. Du solltest eigentlich hier stehen. Kohle. Ah. Cholera-Ort. Also langsam geht mir das auch auf den Sack. Sag ich nie wieder das Wort. Ah. Philipp ist runtergefallen. So. Aber was ich hoffe, dass diesmal die Lautstärke so ein bisschen besser ist, weil die sind alle so leise, weil ich spiele auch ohne Headset und Mikro. Ich benutze ja nur das, was an meinem Laptop ist und das ist nicht gerade das Beste. Hallo? Da ist irgendwas gestorben. Hoffentlich ist hier auch ganz viel gestorben. Oh, Pfeile und Knochen. Ein Schwein. Und. Ich habe gerade ein Skelett brennen sehen, aber tot, tot, ihr Schaf. Eine Kuh. Ich brauche Leder. Ich will mir nämlich erstmal eine Rüstung craften. Das ist ein Creeper. Wetten, wenn ich hier durchgehe von links oder rechts, da kommt gleich irgendwas. Nein, nein, komm her, bleib hier. Das war die Höhle. Und ein Creeper. Hallo, Creeper? Böse? Du? Ha. Ist das ein blöder Creeper? Zwei Pfeile. Die kann man auch gut gebrauchen. Besser, als ich welche zu machen. Heute wollte ich eigentlich so. Genau, ein paar. So ein paar Zentimeter voran, um hier vielleicht. Genau, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wollt ihr mich verarschen? Warum gibt's hier so. Sonst. Ja, okay, jetzt. Sonst finde ich Kohlevorkommen hier. 5600 Kohle. So.
Huch. Oben? Nee. Kohle. Gib mir Kohle. Ja, Kohle ist sehr wichtig. Also ohne Kohle kommt man im Leben gar nicht klar. Ohne Kohle kriegst du keinen. Also, ja, ohne Kohle, da kannst du nichts kaufen. Soll ich mal sagen, ich bin so reich, ich verheiz Kohle. Also ich werfe mein Geld in den Ofen und verheiz es. Oh, das sieht. Das ist doch nach Philips Geschmack. Kohle, Kohle, überall Kohle. Ich glaube, ich habe ja eine unendliche Kohlemine entdeckt. Schade, das war's wohl. Nein, da ist noch mehr Kohle. Aber nur noch. Ja, mehr. Aber ich sollte. Also das wird ein Let's Kohle abbauen. So, damit ich mich hier nicht runterfalle. Verunterfallen. Das ist das neue Slangwort. Vielleicht werden wir am nächsten Tag erstmal noch hier weiter. Ich kann da noch mal ein bisschen runtergehen. Ich habe noch ein paar Fackeln, weil ich habe Eisen gesehen. Das sieht mir nicht nach einer großen Höhle aus. Aber ich habe Eisen gesehen. Und ich brauche gerade Eisen. Kommt irgendwas? Nee. Ich hätte draußen gucken sollen, wie dunkel das gerade war. Nicht, dass ich hier gefangen bin. Ah, noch mehr. Habe ich mein erstes Eisen. Na okay, mein erstes Eisen hatte ich schon vorher, aber das ist mein echtes Real Eisen. Red Steel. So, ist noch hell. Noch mehr Eisen und Kohle. Ich glaube, ist keine große Höhle. Nein. Ja, ich glaube, wir haben hier den Hauptgewinn gemacht. Nur beschissen, dass mir gleich die Spitzhacke in den Arsch geht. Mal sagen, erstmal das Eisen. Die Kohle ist gerade nicht so wichtig. Eisen, Eisen, Eisen. Was mache ich mir aus dem Eisen? Ich glaube, mache ich ein Eis. Ich mache mir ein Eisen. Ein Eis mit Sennengeschmack. Das finde ich am lust. Das finde ich auch lustig. Ein Eis mit Zen-Geschmack. So. Also, das ist hier unsere Höhle. Sagt Hallo zur Höhle. Hallo, Höhle! Nein, sei nett. So. Ich hab, aber ich brauche noch ein bisschen Holz. Also da ist mir auch egal, was für eins. Ich nehme alles. Alles und jeden. Kohle, Kohle, Kohle. Holz, 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 Holz. Und Zapplings. Und ein Schwein. Oh mein Gott. Ah. So. Blöde Musik. Hat sich die Musik gerade von einer Sekunde auf die andere verändert? Oh mein Gott. Ich würde gerne eigene, aber das, was ihr hört? Nee, das, was ich höre, hört ihr ja bestimmt nicht. So, Bäume, Bäume. Ich kann ja gleich mal hier die ganzen komischen Zapplings wieder anzappen. Apropos, ich brauche das hier. Eigentlich, ich brauche Samen. Guck mal, das Schwein ist so doof. Das hängt mit dem Kopf da fest. Das müsste wachsen. Das müsste wachsen. Und das war's mit wachsen. Huch. Toll. Ich habe nur eine Fackel. Aber ich glaube, ich habe ja genau zwei Sticks und ein, zwei. Na, keine große Höhle. Werde ich auch nichts finden, darum. Besten gleich zumachen, ist sonst ein bisschen gefährlich, obwohl. Naja. Ich glaube, wir sollten unsere Bude mal ein bisschen erweitern. Ich kann ja hier gerade mal. Vielleicht die zweite Schaufel, die ist noch nicht im Arsch, genau. Da grabbel ich mir jetzt mal so ein bisschen Sand hier noch. Ah, ich freue mich schon auf die Version 1.8. Also, könnte sein, dass hier 4 oder 3, 4 Folgen draus werden. Und ich dann entweder warte oder sie schon draußen ist, die 1.8. Weil ich will ja nicht immer nur mit der Oldie-Version, oh, jetzt ist im Arsch, aufnehmen. Oldie, das hört sich lustig an, Oldie, Oldie, Oldie. Ein Oldie war früher ein, weiß nicht, was war früher ein Oldie?
Ein Oldie war früher kein Oldie, also das war neu. Jo, blödes Hühnchen. Pam. Ah ja, stimmt, ich habe ja vorhin Fallschaden gekriegt und das ist ja wieder weg, weil ich auf Peaceful hatte. Tut mir nochmal leid, Leute, also ich versuche es das nächste Mal wieder umzustellen, also... Ich blamier mich hier, ich bin der schlechteste Let's Player aller Zeiten. Ich mach nur Scheiße. Na, eigentlich macht das Schwein da nur Scheiße, obwohl... Geht's hier noch weiter runter? Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, da wäre irgendwo ein Zombie, aber ich glaube, ich werde paranoid. Ja, Schwein. Schwert sollte ich mal lieber noch so ein bisschen schonen. Gib mir doch mal. Genau, das wollte ich. Jetzt, das ist nicht gut, wenn ich das mit dem mache. Ja, hier, Bett. Von Ikea, das geht nicht kaputt. Wieder Zeit. Eins und zwei und drei und los, Baum. Aber guck mal, wie das aussieht. Ich bin Königin und ich schwinge dir meine Axt ins Gesicht. So, bauen wir den auch nochmal ab. Und hier warte ich dann noch auf die Saplings. Obwohl eigentlich. Ich kann hier noch ein bisschen gucken, aussehen. Vielleicht mal Schweine töten, so mit dem Schweinedolch. Ich brauche eh eine Nahrung, irgendeine Nahrungsquelle brauche ich ja eh. Und wo habe ich den anderen abgehäckselt? Hier. Und hier liegen. Aha, Birken verlieren. Normale Baumsetzlinge. Okay. Okay, also gehen wir mal zurück. Lauf, mach hin, schnell, beeil dich, sonst bist du am Arsch. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt können wir etwas die Bude renovieren. Weil ich habe Glas. Ah, ja, eine, naja, geht so Glastextur. Hätte ich auch noch gleich da reinhauen. So, M. 5 mal 8 sind 40. Glaube ich jedenfalls. Ich bin ja eigentlich voll das Matt-Ass, aber nee, heute nicht. So, da ein Schnitzel und Sprengpulver und Knochen und Pfeile. Und ich habe Eisen. Eisen. String und Feder. Doch, natürlich, ich habe einen String. So, ein String, oh, das hört sich an. So, zunächst erstmal crafte ich mir jetzt erstmal noch einen zweiten Ofen. Einen zweiten Fornaze. Indem ich jetzt. Ja. 1, 2. Nein, nein, eigentlich soll ich jetzt nach hier zeigen. Auch egal. So, wo wollte ich jetzt. Ich habe ja jetzt das Glas. Da setze ich. Ja, ich mache jetzt mal die Holzspitzhacke kaputt. Dauert zwar ein bisschen länger und hoffentlich creept mir jetzt hier nichts rum. Ah, Spinnen! Aber ich glaube, die sind ja zu fett, um hier durchzukommen. So, denn die da und... sieht ein bisschen blöd aus, wenn das der Erde ist. Machen wir Cobblestone. Da. Und jetzt setzen wir da oben... Glas hin. Könnte natürlich auch. Jo und jo. Und so und so und so und so und so und so. Und da haben wir das Glas auch schon fast wieder aufgebraucht. Huch, was habe ich jetzt aufgesummt? Auch egal. So, jetzt erstmal gucken, wo stelle ich mein Bett hin? Am besten hier. Genau, so kann ich rausgucken.